sein könnte. Dass man sehen kann, wie viele Krankenhäuser es gibt. Ich glaube, hier war keins. Nee. Ah, das ist der Rebell-Waffenladen. Warte mal, was mir gerade mal einfällt. Hier, ich hatte hier einen anderen Waffenladen gesehen. Der hieß ja nicht Waffenladen, der hieß. Oder? Da war es dasselbe. Ja, das ist, glaube ich, genauso. Schade, ich hätte vielleicht gedacht, dass man halt hier irgendwie auch an eine Lizenz kommt mit Sturmgewehre oder wenigstens bessere Maschinengewehre. Weil da hilft mir diese komische Pistole nicht weiter, wenn die Typen auf mich losgehen. Obwohl wir uns eigentlich auch mal den Rebellen anschließen könnten. Auf jeden Fall werden wir erstmal ins Krankenhaus fahren. Dieses Gestöhne als im Hintergrund ist echt krass. Falls wir das bis dahin überleben. Thank you.
gespannt, ob ich auch die Leute wieder treffe, die ich beim Offscreen getroffen habe. Ich ja. Also nicht aufgenommen habe oder bei Online-Feld ich ein bisschen weiter gespielt hatte, als ich ein Auto fest als kann konnte. Ich hatte gedacht, dass das Auto verschwindet, deswegen habe ich dieses Ausbildung gemacht. Ich habe da getroffen, die habe ich schon gemacht. Das ist nicht schon besser.
sollte man vielleicht ein Schlafen hier in dem Spiel. Ah, okay. Ich habe schon gedacht. Also dann mache ich mal ein bisschen was offscreen, du ein bisschen was vorbereiten und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ich danke nochmals für die ganze Geduld und entschuldige mich nochmal für die ganze Dauer. Das ewige Hin und Her, auch das mit dem Auto. Es war halt leider ein Bug. Da kann man leider auch nicht alles dran hindern. Aber ja, ich hätte das auch ausschneiden können und so weiter und so weiter. Aber ich wollte euch auch mal zeigen lassen, sehen lassen, was auch manchmal so ein Let's Play auf sich hat. Diese ständige Hin und Her gezackt und dann abends noch die Ärger mit Frames, wo man hat. Es ist auch manchmal ärgerlich. Leider ist die ganze. Okay, die Rückszene-Reise ist halt abgeschnitten, also rausgefallen. Nur halt das Geld, was ich kassiert hätte. Das wäre halt noch interessant gewesen. Aber ja, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.